Ich weiß nicht, ob wir, wie viele wir noch schaffen, aber den hier würde ich gerne noch machen. Ihr dürft euch einen dieser Menschen aussuchen, mit dem ihr einen raucht und dann ein bisschen Deep Talk euch gönnt. Es sind Snoop Dogg, Rihanna, Woody Harrelson, Angela Merkel oder Greta Thunberg. Ich würde ehrlich, ich habe am liebsten mit Angela Merkel einen Smoke. Das würde ich auch machen. Weißt du warum? Ich würde ihr so einen fetten Donut drehen und dann würde sie unnormal abkacken, Alter. Und ich würde sagen, das ist aber auch, das ist so ein bisschen auch die Frage. Warum kackst du es ab? Willst du mit so einem übelsten Kiffer-Sensei eher rauchen? Weißt du, so Snoop Dogg, für den ist gar nichts Besonderes. Ja. So für Angela Merkel, die wird sich vielleicht noch in Jahrzehnten, so Gott sie dann noch will, sogar sie dann noch lebt, dran erinnern. Ja. Und für sie ist vielleicht Erlebnis und du kriegst was Lustiges aus ihr raus. Angie weiß Bescheid jetzt. Angie, wir smoken einen fetten Donut, du kackst ab. Ich weiß doch, wo du wohnst. Gib mal bitte ein Bier. Kanzleramt. Nein, nein, sie wohnt doch in so drei Zimmerwohnung in Schöneberg oder so. Echt? Ja, for real. Ist das für ein Mythos, Alter? Das ist kein Mythos, Bro. Ja, okay, alles da. Angela Merkel wohnt in einer drei Zimmerwohnung in Schöneberg. Ja, glaub mir nicht, du Opfer. Kommt auf die Zimmer an. Wo weißt du das? Ich kenne genug Leute. Die Angela Merkel kennen, Alter. Nein, ich kenne einen, der Nachbar von der ist. Was willst du von mir? Alter, glaub mir oder glaub mir nicht, Bro. Ja, ich glaub mir oder glaub mir nicht, ja, okay. Angela Merkel, wenn du siehst, sag ehrlich, wohnst du in einer Drei-Zimmer-Wohnung? Natürlich, Alter, chillt sie auch Schloss in Schöneberg und so. Aber Bro, sie wohnt normal mit diesem Sauer-G in einer normalen Wohnung. Am besten noch WG, Alter, mit so einem Bob Marley-Poster und so. Dinge an der Wand. Und so den Postkarten. Spielen so Bob Marley-Poster hat sie erst an der Wand, wenn ich fetten Donut mit dir geraucht habe. Okay, das danach, sie wird Fan von Kiffen erst folgen. Okay. Sie sagt bei CDU, ey, sollen wir nicht. Sollen wir nicht doch? Sollen wir uns umstrukturieren einfach? Die schreit so, kommt mal klar. Jetzt. Sie kommt rein. Sie kommt rein und sagt, Wagwan. Boah, ich verstehe es. Mit so einer Kohle. Ja, weil. Wie fresh wäre das? Königlich auf jeden Fall. Ja.